Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Die ganze Gamerwelt ist derzeit wegen Fallout aus dem Häuschen. Vor 70 Jahren waren das die Bewohner von Hiroshima und Nagasaki auch. Von meiner schlechten Laune könnten 12 Teenager 3 Tage lang pubertieren. Es gibt jetzt Klopapier, das nach Spekulatius riecht. Ja, leck mich doch am Arsch. Mein Lehrer sagte immer, ich sei ein Idiot und aus mir wird nie was. Und jetzt habe ich in Nigeria 10 Millionen geerbt. Na, wer ist jetzt der Idiot? Du bist auch Vegetarier. Ja und? Alter, du isst Currywurst. Curry ist kein Tier. Habe heute in der Apotheke ein Päckchen Tempos geschenkt bekommen, weil ich genießt habe. Muss morgen nochmal hin und furzen. Klopapier ist auch alle. Du bleibst immer so lang wach. Schläfst du überhaupt noch? Manchmal, wenn ich niese, schließen sich meine Augen kurz. Ich esse meinen Rap immer über einer offenen Tortilla. Wenn das Zeug rausfällt, bam, direkt der nächste Rap schon fertig. Ich habe mich gerade gefragt, was meine Eltern ohne Internet und TV den ganzen Tag gemacht haben. Meine 34 Geschwister können mir auch keine Antwort geben. Erstens Handy suchen, zweitens anklingeln vom eigenen Handy aus, drittens wundern, dass besetzt ist. Ihr kennt das, man sieht den Wald vor lauter Karpfen nicht mehr. So, und wer von euch versteht ihn jetzt noch? Was haben Autos und Frauen gemeinsam? Die Geilen schlucken ordentlich. Die besten Witze entstehen auf dem Klo, die Schlüssel zum Erfolg. Frauen sind so ungeduldig, wenn du ihnen sagst, du bist in 5 Minuten da, rufen sie alle 15 Minuten an. Mama, bin ich hässlich? Ich habe dir gesagt, du sollst mich in der Öffentlichkeit nicht Mama nennen. Meine Mutter ist seit einer Woche im Urlaub. Rate mal, wer heute eine Zwiebel zum Frühstück hatte. Lieber fettige Haare als eine haarige Fette. Handwerksregeln. Erstens, man braucht immer das richtige Werkzeug. Zweitens, ein Hammer ist das richtige Werkzeug. Drittens, alles kann als Hammer verwendet werden. IKEA ist eigentlich nur ein Hotdog-Stand, den man durch ein Labyrinth erreicht. Die Scheibenwischer meines Autos haben 3 Geschwindigkeitsstufen. Erstens, ganz langsam. Zweitens, etwas schneller, trotzdem langsam. Drittens, fap. Ich habe mir vor kurzem eine Klobürste gekauft. Naja, um es kurz zu halten, ich werde demnächst wieder auf Klopapier umwechseln. Und, bist du endlich satt? Satt? Was ist das? Entweder ich habe Hunger oder mir ist schlecht. Der Postillon hat auf Facebook so viele Likes wie die Bild. Unfassbar, dass man mit Fake-Nachrichten genauso erfolgreich wird wie der Postillon. Wenn deine Religion es wert ist, dafür zu töten, dann fang bitte mit dir selbst an. Bei Gefallen, Daumen hoch und Video teilen. Links kommt ihr nun zu meinem Kanal-Trailer und darunter könnt ihr direkt abonnieren, um nichts dazu verpassen. Lustige Witze gibt es nicht nur jeden Freitag auf YouTube, sondern jetzt täglich auf meiner Facebook-Seite Master Jam. Bis nächste Woche.